Stromsparen ist für uns alle ein wichtiges Thema, privat, aber auch für uns als Unternehmen. Ich treffe mich heute mit dem Peter Fleischmann und der zeigt mir mal eine Maßnahme, wie wir bei der Telekom Strom sparen. Und wenn ihr wissen wollt, was das mit AC/DC und Tesla zu tun hat, dann bleibt dran. Wir tauschen heute in unserer Betriebsstelle in München die Gleichrichteranlage. Hier sieht man alt gegen neu. Wie immer ist die neue Technik kleiner und effizienter. Aber was macht eine solche Gleichrichteranlage überhaupt? Die Frage beantwortet mir der Peter. Er ist Projektleiter für das Projekt Plasma. In diesem Projekt bündelt die Telekom Maßnahmen zur Energieeinsparung. Diese Anlagen haben folgende Funktion. Sie richten die Wechselspannung, die wir alle im Haushalt haben, hier in einer ganz großen Anlage gleich in Gleichspannung. Das ist von AC zu DC Gleichspannung, die in der Telekommunikation verwendet wird, damit sie niemals ausgeht. Die Anlage hier in München, die Betriebsstelle mit dem alten und dem neuen Netz war die letzten 20 Jahre nie aus. Sie bleibt immer an und die Gleichspannung ist der Garant dafür, die zusammen mit den Backup-Systemen, Batteriespeicher immer funktionieren. Hinter mir sieht man die Batterieanlagen, die im Zusammenspiel diese Spannung immer realisieren, auch wenn der Versorger das Licht ausschaltet, bleibt die Anlage an. Und das macht die Sicherheit, damit Telekommunikation immer funktioniert. Weil die Anlage niemals heruntergefahren wird, erfolgt der Wechsel von alt nach neu als Hotplugging. Also ohne Unterbrechung des Betriebs und unter Hochspannung. Vorsicht ist also geboten. Solche Gleichrichteranlagen befinden sich übrigens überall in unserem Netz. Wir haben 10.000 Anlagen in den Betriebsstellen, 30.000 Anlagen auch an Mobilfunkstationen und in den grauen Kästen am Straßenrand, den Multifunktionsgehäusen, weitere 130.000 Gleichrichteranlagen. Die Gleichrichteranlagen in Mobilfunk und an den Straßenrandkästen sind modernere Anlagen, die wir schon mit hoher Effizienz ausgestattet haben, die wir entweder, wenn wir schon ältere Anlagen haben, auch sukzessive austauschen oder eben schon in der Qualitätsstufe haben, dass wir mit dem Wirkungsgrad zufrieden sein können. 10% der Anlagen in den Betriebsstellen sind bereits getauscht. Wenn die Maßnahme abgeschlossen ist, werden wir über 90 Gigawattstunden an Strom gespart haben. Das entspricht rund 900.000 Aufladevorgängen bei einem Tesla Modell 3. Der Tesla könnte damit rund 10.000 Mal um die Erde fahren. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Und wenn ihr weiter gucken wollt, dann klickt ihr hier oder da. Dann werden euch weitere Videos angezeigt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.